Leute brauchen Jesus, wo immer du bist. Christine und ich, wir waren vor einigen Monaten, haben wir das erste Konzert in einem großen Gefängnis gemacht in den USA. 3000 Gefangene. Da sind meine Frau und ich rein. Erstmal all den Check-up machen. Mit Kameras. Dicke Türen. Da gingen wir durch die erste Tür durch. Bumm, war sie hinten zu. Zweite Tür. Bumm. Und ich habe mich ein paar Mal umgeschaut. Oh Mann, hier komme ich nie raus. 6 Türen, bis wir im Gefängnis drin waren. Da waren 3000 Leute drin. Da kommt der Eduard Klassen wie David mit der Harfe vor dem Goliath. Ich habe mich so gespürt, als der Goliath, nicht nur einer, da waren 3000 Goliaths haben da gestanden mit ihrer Uniform. Da hat Tattoos, den ganzen Kopf voll Tattoos, Haare weg, nur Tattoo auf dem Kopf. Du kriegst fast Angst, nur den anzuschauen, aber mein Gott ist größer. Ich konnte im Namen Jesus zu denen erzählen. Ich habe denen mein Zeugnis gegeben, habe die Leute in diesem Gefängnis angesprochen, Jesus nachzufolgen. Viele haben sich bekehrt. Gott sei Dank, diese großen Männer, dicke Muskeln, die haben sich bekehrt vor dem Herrn Jesus wie kleine Kinder. Wow. Der eine Mann kam zu mir und sagt, nach dem Programm sagt er, Eduard, ich bin 30 Jahre in diesem Knast. Ich habe furchtbare Sachen gemacht. Nächste Woche darf ich raus. Und ich habe furchtbare Angst. Ich weiß nicht, was ich da draußen machen werde. Gott hat mich hierher gebracht, dass ich mich bekehren konnte. Jetzt bin ich Gott sein Kind. Was könnte es besser geben? Und das meiste hat mir diese Geschichte angesprochen. Ein Junge kam zu mir, auch nach dem Programm. 22 Jahre alt. Wie unser jüngster Sohn. Er ist auch 22. Unser ältester 24. Dieser 22-jährige Junge kommt zu uns und sagt, Bruder Klassen, danke, dass du hier bist zum Gefängnis gekommen und hast uns das Evangelium von Jesus mitgeteilt. Ich möchte dir nur sagen, meine Eltern sind Missionare in Afrika. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin nach den USA zurück. Ich habe meine Eltern sehr schlecht behandelt. Ich bin schlecht gewesen. Ich habe eine große Sünde begangen. Jetzt sitze ich den Rest meines Lebens hier in diesem Knast. Aber Gott hat mich hergebracht, dass ich mich bekehren konnte. Das war das Beste für mich in meinem Leben. So den Rest meines Lebens werde ich höchstwahrscheinlich hier drin sein. Aber ich bin froh, dass der Herr Jesus jetzt in meinem Herzen wohnt. Danke, dass du gekommen bist und hast mir angespornt, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr werdet keine Predigt von mir hören heute Morgen, weil ich bin nicht ein Prediger. Ich bin dazu da, durch die Gnade Gottes uns allen anzuspornen, Jesus nachzufolgen. Und das hier sind meine Brüder und Schwestern. Und das sagen wir, ob wir in Toronto sind oder in New York City oder ob wir irgendwo in einem anderen Land sind. Wir stehen vor Leuten wie ihr. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Wir brauchen euch. Betet für uns, wenn wir vor diesen Leuten stehen, dass wir nicht unseren Namen selber groß machen, sondern dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Ist das nicht wunderbar, dass wir es tun dürfen?